Ja, hör mal, ich sag immer, im Liegen geht's, ne? Ja, das ist auch mein Lebensmotto. Kurz und knapp, ne? Andere schreiben da ganze Bücher drüber, ganze Enzyklopädien, ne? Was weiß ich, Anleitung zum Glücklichsein, die Glücksformel, Nichtraucher in 14 Tagen, Komasaufen mit Verstand, ne? Ja, bei mir heißt es kurz und knapp, im Liegen geht's, ne? Ja, wobei ich mich jetzt mehr bewegen soll, ne? Sagte mein Arzt. Wenn ich ehrlich sein soll, hatte ich ja in der letzten Zeit auch schon mal öfter den leisen Verdacht gehegt. Meine Frau, die sagte auch, die sagte, Herbert, richtige Bewegung, das ist wie Schmiere für die Gelenke. Ich sag, Guste, was für eine Bewegung soll das denn sein? Da sagte sie, Nordic Walking. Ich sag, Guste, ich gehe doch nicht freiwillig am Stock, ne? Und an Zweien schon gar nicht. Dann sagte sie, Herbert, dann geh doch nach der Wassergymnastik. Das ist sowieso am Gelenk schonendsten. Und vielleicht lernst du da ja auch noch mal jemand Neues kennen, ne? Ich sag immer, was ist denn mit dir los? Willst du mich abstoßen oder was, ne? Und dann sagte sie, nee, es ist doch wirklich so, dass man gerade bei sportlicher Betätigung in Gruppen oft neue Kontakte knüpft, die einem dann mitunter den Horizont erweitern. Naja, und dann bin ich meine Frau dann zur Liebe dahin, nach Wassergymnastik, ne? Und hab mir nur gedacht, mal gucken, wer dir da den Horizont erweitert, ne? Hör mal, da komme ich da in eine Schwimmhalle rein, nur Frauen im Becken, ne? Ich denke, oh, die haben ja noch mehr Probleme als wie wir Männer, ne? Ich sag, na, ihr Seepferdchen, bin ich hier richtig? Da sagt der eine, wo wollen Sie denn hin? Ich sag, Eis schnell auf. Ich sag, ich warte nur noch darauf, bis das Wasser zugefroren ist, ne? Ja, aber kein Schwein gelacht, ne? Und man hatte schon den Kaffee auf. Ja, weil so ein guter Witz ist ja oft ein Gradmesser dafür, ob die Chemie in der Gruppe stimmt, ne? Ich denk, ihr Arthrosebombe, ne? Ihr habt Bewegung aber bitter nötig. Ja, auf jeden Fall, kurze Zeit später kam dann die Übungsleiterin rein und verteilte an alle so Schwimmnudeln. Ne? Ja, das sind diese Schaumstoffröhrchen, weißt du, die ihr dir so hinten drunter klemmen muss, damit du bei der Wassergymnastik nicht absäufst. Ja, und dann ließ die so Musik laufen, zu der wir uns dann mit so ganz kleinen, kaum spürbaren Bewegungen unter Wasser bewegen mussten. Ja, das war alles so Musik zum Thema Wasser. Packt die Badehose ein, er hat ein knallrotes Gummiboot, ne? I am sailing, smoke on the water und bei Bridge over troubled water, da bin ich dann auf die Schwimmnudel eingeratzt. Hör mal, und da muss ich wohl im Schlaf von die Nudel abgerutscht sein und am Grund gesunken sein. Ja, ich merkte das daran, als ich wach wurde, sah ich die Übungsleiterin über mir, wie die Wiederbelebung machte, in Form von Mund-zu-Mund-Beatmung. Und ich muss sagen, die Frau, die hat im Erste-Hilfe-Kursus ihre Hausaufgaben gemacht. Ne? Hör mal, die hat mir sowas von dermaßen den Horizont erweitert. Ne? Also, ja, das ist ja unglaublich. Ne? Hör mal, vor kurzem, da war ich in der Eifel gewesen. Ne? Ja, und zwar hatte der Helmut Borsig, der hatte mich zusammen mit zwei Kollegen eingeladen zu einer Pilztour. Ne? Ich sag, ja sicher, Helmut, ich bin dabei. Was denkst du denn? Ne? Ja, und dann sagte er, ich sollte mir aber was Wetterfestes anziehen. Ich denk, aha, was haben die vor, die Strategen? Wollen die sich Open Air einverlöten? Ne? Ja, paar Tage später war dann soweit. Da sind wir dann losgezockelt. Ne? Und der eine Kollege von die zwei Kollegen von den Helmut, der musste fahren. Ich sage immer, Kollege, das ist aber auch bitter für dich, dass du fahren musst, ne? Weil dann darfst du ja kein Alkohol trinken. Da sagte er, ach, das würde ihm nichts ausmachen. Er wird sowieso keinen Alkohol trinken. Ich denke, aha, was will der denn dann mit auf eine Pilztour? Ne? Das ist ja, als wenn ein Eunuche mir den Puff schleppst. Ne? Naja, auf jeden Fall, kurze Zeit später hatten wir unseren Zielort erreicht. Irgend so ein Waldparkplatz da mitten in der Pampa von den Fenn. Und ich dachte noch so beim Aussteigen, wo soll denn hier eine Schankwirtschaft sein? Ne? Ja, weil der Helmut selber hatte gar keinen Pilz an Bord gehabt. Ich sage, Helmut, was ist mit der Pilz? Da sagte er, Herbert, nicht dat Pilz, den Pilz. Ich sage, wie, den Pilz?
Ich sag, hör mal, wo bist du denn nach der Schule gegangen, ne? Du Legostheniker, ne? Auf einmal holte der Helmut 4 Messer raus. Ich sag, Helmut, jetzt beruhig dich. Das ist doch kein Grund, die Nerven zu verlieren. Bloß weil er keinen richtigen Deutsch gab, ne? Und dann drückte der jeden von uns ein Messer in der Hand, also den Griff. Und holte so ein dickes Buch aus der Schwarte, Pilze sammeln für Anfänger. Ich denk, aha, daher weht der Wind, ne? Ich denk, komm Herbert, lass dich drauf ein, vielleicht wird es ja ganz interessant, ne? Ja, und dann sind wir dann da rein in das Getümmel. Und jedes Mal, wenn wir auf so einen Pilz gestoßen sind, da ging die endlos Diskutiererei los. Ist er das? Ist er das nicht? Ne? Und dann haben wir in dem Buch nachgeguckt, ob da ein Bild drin war zum Abgleichen. Ich glaube, der ist das. Nee, guck mal, das Schirmchen ist doch ganz anders. Ja, aber der Stängel, ich sag, mein Gott, nee, Leute. Jetzt wollen wir mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Man muss auch mal 5 gerade sein lassen können. Gerade beim Pilze sammeln, ne? Sonst wird man ja nie fertig. Und ruckzuck hatten wir das Körbchen voll mit den unwahrscheinlichsten Pilzen. Hör mal, und dann hat der Helmut direkt noch vor Ort ein Rezept ausprobiert für ein Pilzgulasch, ne? Weißt du, schön, Feuerchen gemacht in der freien Natur, ne? Pott drauf, Pilze rein, Deckel drüber und dann schön lange schmörgeln lassen. Oh, was war das lecker. Freunde, was war das schmackhaft. Und als Belohnung gab es dann doch noch ein richtiges Pilz, was der Helmut aus dem Hut gezaubert hatte. Ne? Ja, ich hatte so, boah, ich sag mal, gerade so eine halbe Flasche auf. Da wurde mir auf einmal so ganz merkwürdig. Ne? Ja, aber so angenehm merkwürdig. Ne? Ja, ich sag, hör mal, Helmut, was ist das für ein Pilz? Das knallt ja wie die in Belgien, ne? Auf einmal fing der Helmut an zu kichern. Ich denke, was gibt mir denn da zu lachen? Bloß weil ich gefragt habe, was ist das für ein Pilz? Aber auf einmal fand ich das auch total lustig, ne? Aber dann haben wir uns die ganze Zeit kaputt gelacht, ne? Immer nur über die Frage, was ist das für ein Pilz? Was ist das für ein Pilz? Und die beiden Kollegen von den Helmut fingen an zu tanzen. Kein Wunder bei der Bombenstimmung, ne? Tango, mitten im Wald, ne? Und das Gekicher von den Helmut ging auf einmal in so ein Gegrunze über. Und mir wurde auf einmal unheimlich heiß. Und auf einmal merkte ich so im Heißwerden, wie sich so eine eiskalte Hand unter meinen Pullover schob und versuchte mir den BH aufzumachen, ne? Ich verfolgte die Hand zurück, da war da gar keiner, zu dem die Hand gehörte. Ich denke, schade, fing gerade so schön an, ne? Ich meine, wann hat mir denn versucht, der letzte Mal einer den BH aufzumachen, ne? Und das Gekicher von der Helmut, beziehungsweise das Gegrunze, ging so langsam in so ein Jodeln über, ne? Und die Kollegen immer noch am Tanzen, aber mittlerweile Kassatschok, ne? Und wo die so nahtlos übergingen, von Kassatschok zu Breakdance und so anfingen zu rappen, ne? Wir sind im Wald, der Pilz, der knallt, ne? Da rief der Helmut auf einmal aus voller Brust, aus, aus, das Spiel ist aus, Deutschland ist Waldmeister. Ich sag, Helmut, bist du dir sicher? Und Helmut sagte, nein. Und da gab es kein Halten mehr. Da lagen wir uns gegenseitig in die Arme und mussten hemmungslos weinen. So hat uns dann am nächsten Morgen auch die Forstverwaltung aufgegriffen. Nee?